Hallo, ich möchte heute über OpenPastova reden, euch das Webtool von mir vorzustellen, das es ermöglicht, OpenStreetMap-Daten relativ einfach zu analysieren und darunter verstehe ich tatsächlich filtern und darstellen. Finden kann man das Tool unter opastova.eu und sollte auf jedem Browser funktionieren, außer Internet Explorer 8 abwärts. OpenPastova ist im Prinzip die grafische Oberfläche für die Overpass API. Jetzt noch eine schnelle Zwischenfrage: Wer kennt die Overpass API noch nicht? Okay, doch ein paar. Die Overpass API ermöglicht es durch spezielle Abfragen, beliebige Teile von OpenStreetMap zu filtern. Beziehungsweise, wie es im Wiki definiert wird, the Overpass API is a read-only API that serves a custom selected parts of the OpenStreetMap data. Das Ziel dahinter oder die Ausgangsfragestellung, die ich mir gestellt habe, ist, als Mapper trage ich viele Daten zu OpenStreetMap bei. Irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich mir denke, wie bekomme ich die Daten wieder zurück? Oder wie bekomme ich meine eigenen Daten zurück? Wie bekomme ich die Daten von anderen zurück? Oder Daten, spezielle Daten, die mich interessieren? Der traditionelle Zugang dazu war, dass es ein Planet aus einem File gab, das alle Daten des ganzen der ganzen Datenbank enthielt, beziehungsweise Extrakte davon. Das ist aber für die allermeisten Problemstellungen, positiv ausgedrückt, zu viel des Guten. Danach kam die Overpass API, die ermöglicht es eben, diese Filterung dazu durchzuführen, nur diese Daten zu bekommen, die man gerade möchte. Man ist happy, aber ein Problem gab es noch, denn die Overpass API stellt nur Rohdaten zur Verfügung, also in OSM XML-Files. Und an diesem Punkt setzt OpenPastova ein, eine grafische Benutzeroberfläche, die praktisch diese ganzen Schritte dem User einfach ermöglichen. Fangen wir mit einem Beispiel an, und zwar, ich möchte gerne wissen, ob es in einem Gebiet Trinkbrunnen gibt und wo. Aha. Funktioniert das nicht so gut? Hey. Dann so. Gerade vorher ging es noch. Na, die Internetverbindung passt ja. Nur zum Beispiel hier die Karten an sich nicht. Naja, ist ja noch ein anderer Browser installiert. Letzte Chance. Ah, verdammt. Ist Internet oder was? Aha, die Dateiserver ist. Sehr komisch.
Okay, da muss ich sich einfach nur vorstellen, dass hier im Hintergrund noch eine Karte wäre. Ja. Okay, also Overpass-Queries. Okay, Overpass-Queries werden im Prinzip mit einer XML-Syntax geschrieben. Es gäbe auch eine alternative Syntax, aber ich finde diese persönlich leserlicher. Man definiert einfach einfache Queries und darauf, darin kann man Filterregeln hineinschreiben. Zum Beispiel eine Abfrage nach Key and Value oder eine Abfrage nach einer bestimmten Bounding Box. Man kann aber auch komplexere Sachen machen, zum Beispiel eine Query nach einer Area. Die den Namen Pasvillona hat und alle Trinkbrunnen, die sich in dieser Area befinden, anstatt der Bounding Box. Oder wenn ich jetzt mein Wasser unter einem Baum trinken möchte, kann ich dann noch Bäume suchen, die sich in der Nähe dieser Trinkbrunnen befinden. Das mache ich mit einer weiteren Query. Ups. Und mit dem Around-Statement kann man einen Radius definieren, zum Beispiel, oder 50 Meter. Innerhalb der sich die Bäume befinden sollen, die ich um die vorher gesuchten Trinkbrunnen gesucht habe. Aha. Wunderbar, danke dir. Was jetzt noch ein bisschen problematisch ist, ist, dass ich die Trinkbrunnen nicht mehr von den Bäumen unterscheiden kann. Dazu füge ich jetzt geschwungene Klammer. Füge ich jetzt einen Style hinzu. Und zwar möchte ich alle Nodes, eckige Klammer, mit Typ Natural gleich Tree. In grün anzeigen. Und eventuell vielleicht ein bisschen kleiner. Okay. Tada. Ich hoffe, man erkennt es. Jetzt sieht man die Palme ganz deutlich verschieden von den Trinkbrunnen. Und das war jetzt das Ende meiner Live-Demo, die jetzt nicht so gut geklappt hat, leider. Aber mit der Overpass-API kann man natürlich noch viele, viele weitere andere Sachen machen. Zum Beispiel kann man Abfragen nach Timestamp machen oder nach Usern, zum Beispiel wenn man nur die Daten bekommen möchte, die man selbst hinzugefügt hat, oder Abfragen in Polygonen. Ganz schnell möchte ich noch, obwohl es dann mit Overpass Turbo nichts direkt zu tun hat, das folgende Tool zeigen, dass die letzten Änderungen innerhalb der letzten Woche über ein bestimmtes Gebiet darstellt. Und das funktioniert im Hintergrund auch mit der Overpass-API.
Okay. Also OverPassOver ist die OverPass API plus die, eine grafische Benutzeroberfläche plus ein paar Erweiterungen. Zuerst gibt es erweiterte OverPass-Abfragen. Und zwar muss man nicht mehr statt der Boundary-Box-Query alle Koordinaten selber händisch eingeben oder reinkopieren, sondern kann einfach nur durch das Kürzel B-Box wird das automatisch ausgefüllt. Oder, wie wir es schon gesehen haben, kann man Map-CSS-Styles hinzufügen. Map-CSS ist relativ, also man kann mit Map-CSS sehr, sehr viel machen, nicht nur Punkte, Farben ändern, sondern auch Linienstile oder zum Beispiel das einfache Kartogramm erstellen sogar. Hier speziell sieht man Städte in Italien mit der Fläche der Punkte proportional zur Einwohnerzahl. Was OverPass Turbo auch noch kann, ist die Daten exportieren. Neben dem Rohdatenformat OSM XML geht auch GeoJSON oder GPX oder PNG-Bilder. Und noch zusätzlich gibt es viele kleinere Features, wie zum Beispiel Permalinks für Queries oder wenn Queries bestimmte oft vorkommende Fehler haben, können die automatisch repariert werden. Zum Beispiel, wenn jetzt nur Ways ohne Punkte geladen werden, kann das natürlich von der Karte nicht dargestellt werden, weil die Koordinaten ja ausschließlich in den Nodes stecken. Und da versucht eben OverPass Turbo zu helfen, indem es genau diese oft vorkommenden Fehler repariert, sozusagen. Außerdem kann man Templates definieren, um einfach leicht lesbare Permalinks auf OverPass Turbo zu setzen. Oder es gibt eine einbettbare Karte und vieles mehr. Das Ziel, das ich mit OverPass Turbo verfolge, ist, wie ich vorher schon gesagt habe, die Daten den Mappern, den Benutzern wieder zurückzugeben, auf einfache Art und Weise. Und damit die Barriere für den Zugriff auf OSM-Daten zu senken und damit die Wiederverwendbarkeit von OSM-Daten zu erhöhen und damit die Popularität von OSM zu erhöhen und alles wird besser. Und außerdem, dass viele oft vorkommende Problemstellungen, Auswertungen in kürzerer Zeit gemacht werden können. Und in gewisser Sinne vielleicht auch eine Brücke zwischen den klassischen Desktop-GIS-Leuten oder Systemen und WebGIS-Systemen oder beziehungsweise Sachen wie Google Maps zu bilden. Denn ich finde, als wenn man nicht von der GIS-Seite kommt, zum Beispiel von der Informatik, und sich über OSM mit Geodaten in Kontakt kommt, dann ist das eine relativ große Hürde, mit Desktop-GIS-Systemen, zum Beispiel mit Quantum-GIS zu arbeiten. Für mich war es zumindest so. Weil das Erste, was man mit dem man in Kontakt kommt, sind Koordinatenreferenzsysteme und vieles mehr. Und von dem hat man als OSMer typischerweise nichts gehört. Was man eher kennt, sind die OSM-Datenstrukturen, normale GPS-Koordinaten, und möchte eigentlich mit dem arbeiten. Und deswegen finde ich, dass die OverPass-API-Fragesprachen relativ für OSMer leichter zu lernen sein sollte, oder dadurch dann eben OverPass Turbo einfacher zu benutzen ist als ein normales Desktop-GIS-System. Die Technik dahinter ist hauptsächlich JavaScript, das im Browser abläuft. Letzter Zeit sind ja viele Projekte im Umfeld von OSM mit dieser Technik entstanden, zum Beispiel der ID-Editor oder etwas früher schon Config.js, ein Renderer, der direkt im Browser läuft. Für die Datenanzeige verwende ich Leaflet und intern habe ich ein Datenformat, verwende ich als Datenformat GeoJSON. Der Programmablauf ist eigentlich ziemlich straightforward, die Queries werden geparst, dann wird die Abfrage zum Overpass-Server geschickt, das Resultat interpretiert, entweder ob es eine Fehlermeldung ist oder gültige Daten gekommen sind. Dann werden die Daten in GeoJSON konvertiert und anschließend Map-CSS darauf angewendet und am Ende dann in Leaflet dargestellt. Vor allem der Punkt 4 und 6 sind ein bisschen tricky.
Denn wenn man OSM-Daten in irgendwas Brauchbares oder Anzeigbares konvertieren möchte, kommt man ziemlich schnell zum Problem, ist ein OSM-Array jetzt eine Linie oder ein Polygon? Dafür habe ich eine einfache Heuristik entwickelt, die sagt, ein Array ist eine Linie, ist ein Polygon, genau dann, wenn der Weg geschlossen ist, wenn kein Area gleich Node dranhängt und wenn bestimmte Tags vorhanden sind. Das kann zum Beispiel nur ein Key sein, wie zum Beispiel Building, dann ist es egal, ob das Building gleich S heißt oder Building gleich House oder irgendwas. Oder spezielle Key-Value-Kombinationen, wie zum Beispiel Highway Services, aber zum Beispiel nicht Highway Service. Und dieser Zugang funktioniert meiner Meinung nach relativ gut und ist schon perfekt ist, ist aber schon ein Fortschritt gegenüber dem, was die Standard-OSM-Toolchain zum Beispiel beim Mapnik-Renderer macht. Außerdem hat man bei der Anzeige von Daten oft das Problem, dass ich Small Features Dilemma nenne. Denn ein Point of Interest kann man in OSM zum Beispiel immer als Punkt oder auch als Fläche oder eventuell sogar als Linie eintragen. Wenn man jetzt diese Vektordaten auf einer Karte darstellt, ist es im Normalfall so, dass die Punkte sich vom Zoom-Level unabhängig immer gleich groß sind, die Fläche aber skaliert. Und im schlimmsten Fall, wie es bei Leaflet der Fall ist, irgendwann so klein wird, dass es gar nicht mehr angezeigt wird. Das ist irgendwie unfair gegenüber den Flächen. Meine Lösung war, dass ich ein Leaflet-Plugin geschrieben habe, die beim Rauszoomen, sobald ein flächiges Poi in der Größe kleiner wird, als das Punkt-Poi wäre, das ebenfalls als Punkt dargestellt wird, beziehungsweise als Icon oder Linie oder Kreis oder was auch immer gerade. Aber gleich wie ein Punkt-Poi. Abschließend möchte ich noch ein bisschen auf die Zukunft, auf ein paar Ideen für die Zukunft von OverPass Turbo eingehen. Zuerst möchte ich mehr Map-CSS implementieren. Was viele Leute schon vorgeschlagen haben oder gerne hätten, wären Text-Labels. Das geht momentan noch nicht. Außerdem wäre es nett, den Pop-Up-Inhalt zu setzen oder den Hintergrund auch. Und Line-Casings. Der zweite Schritt, was vielleicht eher mittelfristig erst kommen könnte, wäre ein Plugin-System. Dadurch könnte OverPass Turbo auf alternative Datenquellen zugreifen, wäre nicht nur mehr auf die OverPass-API beschränkt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass OverPass Turbo relativ gut geeignet wäre, um lokale GeoJSON-Files darzustellen. Mehr Exportformate wäre auch ein Punkt. Oder benutzerspezifische User-Interface-Erweiterungen. Eine solche Erweiterung, die ich schon als Prototyp implementiert habe, wäre zum Beispiel Höhenprofile zu OSM-Ways anzuzeigen. Diese basieren dann auf einem externen Service zusätzlich, aber es könnte relativ praktisch sein, um Steigungen herauszufinden von Wegen und diese dann zum Beispiel in die OSM-Datenbank einzutragen. Oder wo OverPass Turbo auch relativ schnell an technische Grenzen stößt, ist die Anzahl von Poys, die darstellbar sind. Das kommt auf den Browser drauf an, aber in der Regel ist ab ein paar tausend, spätestens 10.000 Punkten technisch gesehen Schluss. Und da könnte zum Beispiel eine geklusterte Anzeige von Features vorteilhaft sein. Und es gibt dafür auch schon Leaflet-Plugins. Und eventuell könnte man in Zukunft auch auf den Ausführen-Knopf verzichten. Dass zum Beispiel die Karte, sobald sich die Karte verschiebt, automatisch die Query abgesendet wird oder sobald die Query geändert wird, das Ergebnis aktualisiert wird. So, als Bonus noch zum Schluss ein paar Statistiken über die Benutzer von OverPass Turbo. Seit dem Start Mitte Januar wurden ca. 60.000 Queries ausgeführt und ich sehe im Schnitt rund 100 Unique Visitors pro Tag, am Wochenende ein bisschen weniger. Und
das ist jetzt kein Wunder, aber die meisten Benutzer kommen aus Deutschland. Ich danke für das Interesse und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, danke Martin. Hat jemand Fragen an Martin? Nicht so schüchtern. Also vielleicht erstmal nicht so sehr eine Frage, sondern noch eine Anmerkung und auch ein großes Lob. Das ist, also die Overpass Turbo ist sehr erfolgreich, dass sie auch in den Benutzerzahlen der Overpass API insgesamt sichtbar wird. Also das hat auch zu einem deutlichen Zuwachs der Nutzer der Overpass API geführt. Insofern von mir auch nochmal der besondere Dank dafür. Danke. Ja, ich habe mir gerade gedacht, wenn du vorhast, den Mappern die Daten zurückzugeben quasi, ist diese Abfragesprache im linken Fenster nicht für die meisten Mapper noch zu kompliziert? Könnte man da nicht irgendwie ein etwas einfaches Formular anbieten, zumindest für banale Abfragen wie Username oder sowas? Das stimmt und das hatte ich auch immer vor, da irgendwas in diese Richtung zu machen, zum Beispiel ein wizard-basiertes Query-Building-System, aber ich... Es gibt, ja, das müsste jemand anderes, ich bin nicht gut genug für solche Sachen. Also da bräuchte man wirklich jemanden, vielleicht auch jemanden, der sich noch nicht so gut mit so einer Materie auskennt, der selber weiß, wo Anfängerprobleme, Schwierigkeiten haben, wo Hilfe nötig wäre. Und das müsste jetzt nicht mit Overpass Turbo selbst implementiert werden, man könnte auch einen eigenen Webservice dafür starten, der eben Overpass Queries einfach herstellbar macht, sozusagen. Noch weitere Fragen, Anmerkungen, Kritik? Okay. Du? Also noch als Antwort. Ich denke, die einfachste Möglichkeit, eine Overpass-Query zusammenzubasteln, ist tatsächlich über Tag-Info das Lenkrad-Button oben rechts zu benutzen und dann da halt weiterzumachen und sich das dann halt zusammen zu kopieren und so weiter. Okay, danke. Noch jemand mit einer Frage, Anmerkung? Ja, dann vielen Dank, Martin. Und in 5 Minuten macht der Roland weiter mit seinem Vortrag.